Das klingt jetzt so. Aber vielleicht hört die es ja irgendwann mal. Hey GQ, ich bin Luciano und heute zeige ich euch meine 10 Essentials. Die Sonnenbrillen sind mir sehr, 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 sehr wichtig. Ich bin ja so ein Typ, ich trage immer so schmale Sonnenbrillen. Und wenn ich so halt abends im Club bin und dann nicht so auf arrogant rüberkommen will, so mit einer dunklen Sonnenbrille, dann trage ich eher so eine Cartier, so ein bisschen auf Classy, White Buff. So, das ist der Bravo Luciano. Auf sexy angelehnt. Und das ist der Bad Luciano. What's up, man? Das ist meine allererste Cuban Chain. Ja, als ich die gekauft habe, habe ich mich gefühlt wie 50 Cent. Ja, das war auch eigentlich, glaube ich, mein erstes so teures Schmuckstück, was ich mir gekauft habe. Ja, die ist auch relativ schwer, deswegen macht die nicht immer Spaß zu tragen. Aber das ist so ein Stück, was ich halt immer kombiniere, fast zu einmal im Schmuck. So ein bisschen kurz auf sexy. Das habe ich mir in Amerika ergattert. Von meinem Bro, so Frost, aus Boston, glaube ich, er lebt in Boston. Von dem habe ich auch einige andere Ketten. Auch hier dieses Armband, was ganz cool ist. Eigentlich wollte ich meine Grills auch heute mitbringen, aber die habe ich schon wieder verloren. Es tut auch immer echt weh. Einmal war ich im Restaurant und ich esse halt nicht gerne mit den Grills. Dann habe ich die halt drin gehabt, habe mein Essen bestellt, habe die Grills rausgenommen und dann so in eine Serviette eingerollt, weil ich meinen Case nicht dabei hatte. Und habe die dann auf dem Tisch einfach so platziert. Habe dann gegessen und dann im Rush rausgegangen. Und dann kommt so die Kellnerin hinterhergerannt. Deine Zähne! Oh, sorry! Ja, und das klappt halt nur einmal, wenn man Glück hat. Deswegen passt auf eure Wertsachen auf, ne? Das hat alles Wert, bitte, ne? Immer aufpassen, geordnet sein. So, kein Beispiel dran. Das sind meine Vitamine, also meine Vitamin-D-Tabletten. Sunday Natural, der Natural Flex. Ich nehme so einige Supplements, weil ich gerade so anfange mit Sport und weil ich mich so auch für die Gesundheit auch im Kopf interessiere, ne? Dass man keine Depressionen kriegt, dass man immer happy ist. Und dazu gehört natürlich auch eine gesunde Ernährung. Also ich bin der Meinung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin der Meinung, dass es auch dazu beiträgt, dass man immer so ein bisschen mehr Energie hat, wenn man das regelmäßig nimmt und ja, der Kopf einfach gesund ist. Meine Vitamins. Und damit das Smile immer so schön bleibt, wie es jetzt ist, hoffe ich, habe ich hier meine Oral-B. Bis vor kurzem war ich noch voll oldschool und habe dann so meine Zähne geputzt mit der normalen Zahnbürste so. Aber seit ich die habe, bin ich eigentlich sehr glücklich. Wenn man jetzt zum Beispiel manchmal so im Rush ist und dann frech ist und zu schnell seine Zähne putzt, dann zeigt er dir so ein Smiley an, so, der so traurig ist. Und wenn du gut geputzt hast, 3 Minuten, dann lacht die Zahnbürste dich an. Dann ist sie so eine Sonne und die lacht dann so. Das ist auf jeden Fall geil. Und darauf achten, dass man immer die Köpfe wechselt. Das vergisst man manchmal und dann wird es unhygienisch. Das ist mein Card-Etui, mein Wallet. Ne? Da sind alle meine Kreditkarten drin, mein Ausweis. Falls ich mal hinfalle und mir wehtue, ist da meine Krankenkassenkarte drin. Ich habe es vorher ein bisschen aufgeräumt, ne? Weil ich wusste, dass ich jetzt hierher komme. Eigentlich sind hier so auch Kassenbons drin. Jetzt ist so Vorführeffekt so schön. Mein Wallet. Ah, meine KDW-Kundenkarte ist auch drin. Das ist so mein absolutes Favorite schon seit Jahren. Das ist Tom Ford Oud Wood, weil ich mag so holzige Düfte und das trifft meinen Geschmack auf jeden Fall hart. Und meistens mische ich auch die Düfte, so, das verrate ich jetzt nicht, aber da habe ich so ein paar andere Düfte, die ich dann hier zumische. Und dann habe ich einen neuen Favoriten, das ist ein richtig geiler Duft, der ist schon männlich. Aber auch wieder so in die süße Richtung, bisschen holzig, aber irgendwas ist da drin, was das zu dem unterscheidet. Ich habe aber immer Probleme, wenn ich ehrlich bin, das auszusprechen. Wenn ich jetzt im Store bin, dann erkenne ich das einfach nur und sage, ich möchte das haben. Fougère d'Argent, Eau de Parfum. Flex. Meine absoluten Lieblingskopfhörer, die sind ganz wichtig. Und wenn ich dann im Hotel bin oder einfach nicht zu Hause bin oder nicht im Studio bin, dann brauche ich auch was, wo ich so meine Musik abchecke oder Beats höre oder wie gesagt meine Masters checke. Dann höre ich mir Beats an, ne, und versuche schon so ein bisschen Melodien rauszufinden und schreibe dann auf, recorde die mit meiner Sprachnotizfunktion auf meinem iPhone. Und die sind auch viel besser als die kleinen Kopfhörer, die du dir einfach so reinstöpselst. Weil wenn du im Flugzeug bist, hört man ja trotzdem alles, wenn man die Kleinen auf hat. Und wenn ich die auf habe, hat es dann hier die Funktion, drückst du drauf von dem Knopf und dann hörst du einfach gar nichts mehr. Und das ist halt perfekt. Was gehört zu deinem Lieblingstrack? Boah, mein Lieblingstrack, der heißt Alkohol.
sip my alcohol. This is why I sip my alcohol. Na, irgendwie so. Und ich höre natürlich auch ganz viel Drill und sowas. Central C, mein Bro aus London. Ich bin kein Typ, der seine eigene Musik hört. Ich höre eigentlich meine eigene Musik immer nur im Studio, wenn ich aufnehme oder wenn ich dann halt so auf Perfektionismus-Modus mir die Songs so 10-mal gebe, bevor die released werden. So, das ist eigentlich so. Ich bin jetzt nicht so der Experte, welche Creme die beste ist. Als ich noch nicht so erfahren war, um so ein bisschen fresh auszusehen, habe ich mir mal Nivea so ins Gesicht geschmiert, bis ich dann herausgefunden habe, dass es nicht so gut ist. Und das ist so meine Creme, die ich beim Fliegen, immer wenn ich unterwegs bin, so safe immer dabei habe. Die spendet mir Feuchtigkeit, ich glänze. Das ist so sehr gut. Ne? Das ist 24 Stunden mit mir. Mein Telefon, mein Handy, da sind alle meine Songs drauf, da ist meine Dropbox drauf, wo meine ganzen Beats drauf sind. Ganz viele Bilder von meiner Family, die sehen auch irgendwie gleich aus. Das bin ich von meiner Schwester, das ist der Loco, wo er noch klein war, eingespielt mit meiner Wundertüte. Ich arbeite viel damit, wenn ich im Studio bin, dann schreibe ich meine Texte hier drüber. Wenn ich unterwegs bin und so halt meine ganzen Melodien im Kopf habe, dann kann man mich manchmal treffen, zufällig, und dann bin ich auf der Sprachnotizfunktion in der Ecke und bin dann so, und dann merke ich mir so die Melodien. Meistens schicke ich das auch meinem Produzenten, damit er das schon einfügt in den Beat und dann schon ungefähr eine Richtung hat, wo es hingeht. Manchmal auch schicke ich meinem Produzenten auch so Beatbox-ähnliche Sprachnotizen, wo ich dann einfach so ein Gefühl im Kopf habe und dann bin ich so, okay, dann lass mal zeigen. Ich muss jetzt mal testen, ne? Schon kommt hart, wird schon vom Tag in so mein Tab. Oh mein Gott, wird schon vom Chat, der Tag da ist. Das klingt jetzt so. Oh mein Gott, wird schon vom Tag, der Chat da ist. Aber vielleicht hört ihr es ja irgendwann mal. Und dann erkennt ihr vielleicht, weil kann ja sein, dass ich daraus einen Song mache und vielleicht hört ihr das dann irgendwann mal. Ah, das war doch das. Ah, okay. Das kann schon gut sein, weil es sind echt immer so ganz viele. Das ist sehr lange. Ja. Das ist mein Telefon. Yeah, this is one of my favorite watches. This is Daytona Rose Gold. You know, one of my favorite. Nein, Spaß. Die ist classy, ne? Die ist jetzt mal ohne Diamanten und dieses ganze Bling-Bling-Zeug. Ja, wenn man zum Dinner geht, auf klassisch, mit so einem engen Longsleeve, kommt das ganz cool. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Uhren. Ich lasse mich meistens immer so beraten und dann, ja, okay, die ist cool, die flext mit dem, die flext mit dem. Und ich muss ehrlich sagen, bis vor kurzem mochte ich kein Rosé. Ich war immer so entweder Weißgold, ganz damals so Gold. Ich bin jetzt gar nicht mal auf diesen Goldfilm, also Gelb-Goldfilm. Aber jetzt finde ich immer mehr Gefallen an Rosé-Gold. Und das ist so meine erste Uhr, die ich in Rosé-Gold gekauft habe. Eine meiner Lieblingsuhren. Der Daytona. Und das ist natürlich meine AP. Das ist eigentlich die Uhr, die ich so mit am meisten trage. Die ist einfach Flex. So, was soll ich dazu sagen? Das ist eine Royal Oak, die habe ich aber nachbesetzen lassen. Die kommt halt einfach immer gut. Ich finde auch geil, dass das schwarze Ziffernblatt hat. Passt jetzt zu der Jacke auch krass. Und auch zu Leder, weil ich trage ja auch gerne so Lederjacken, Lederwesten und so. Da kommt die immer geil. Die scheint halt immer. Das ist auch geil. Das waren meine 10 Essentials. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann einmal hier draufklicken oder darauf klicken. Ach, perfekt! Vor allem, als ich mir vorgestellt habe. Es hat echt Spaß gemacht. War cool. Ja, das war's. Das ist mega cool. Das habe ich gesagt, das ist ein Name.